Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 18, ja heute gegen Heidenheim. Ich kann übrigens direkt zugeben, ich habe eben schon mal das Spiel gestartet. Der erste, das ist ungelogen, die Gegner haben Angriff gehabt, ich habe den Ball dann halt ganz locker bekommen. Der erste Pass, den ich spielen wollte, war direkt komplett nicht da, wo ich gedrückt habe. Natürlich direkt 1-0 habe ich gesagt, ich starte neu, weil, ja, also wie gesagt, mit Verlieren selber habe ich kein Problem, aber so unfair habe ich auch keinen Bock drauf. Vor allem, ich muss hier 5 Parts aufnehmen. Wenn ich direkt sehe, dass hier irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich nach 2, 3 Parts keinen Bock mehr. Deswegen starten wir jetzt neu, die Ausstellung und alles hatte ich ja schon gemacht. Ja, wir haben ja, oh Junge, der Typ kann sich überhaupt nicht bewegen, Alter. Ohne Witz, es ist so Cancer, ich merke das richtig, wie schwer das ist, aber... Natürlich ganz locker die Latte getroffen. So, oh, da habe ich gesehen, dass er schon wieder wegen Restbefehl einfach geschossen hat. Auch sehr nice. Ja, wie gesagt, also jetzt heute gegen Heidenheim. Die sind, glaube ich, Elfter oder so. Und wir spielen natürlich auch offensiv. Die sind gerade Elfter. Wir sind Zweiter mit einem Sieg. Heute, oh Junge, der ist voll klein, der Horn. Wusste ich gar nicht. So, mit einem Sieg könnten wir heute mit 44 Punkten den zweiten Platz auf jeden Fall verteidigen und würden 2 Punkte an Hannover rankommen. Die haben ja momentan 46 Punkte. Die haben aber auch schon gespielt. Die haben, glaube ich, sogar gewonnen gehabt. Das heißt, eigentlich ist es sogar extrem wichtig, hier zu gewinnen. Denn ja, wenn man natürlich um den ersten noch mitspielt, ist es natürlich besser, als wenn man nur auf den zweiten rumgammelt die ganze Zeit und dann eventuell durch 1, 2 Niederlagen auch noch die Chance hat, überhaupt gar nicht mehr im Aufstiegsrennen oder nicht mehr auf den Aufstiegsplätzen dabei zu sein. Okay, was war das jetzt? Ob abseits, okay, ich dachte schon Elfmeter oder so. Bei FIFA weiß man halt nie, das ist immer so ein bisschen das Problem. Irgendwie ist FIFA auch viel leiser als eben, komischerweise. Deswegen mache ich mal hier kurz die, oder kann ich das hier lauter machen? Hä, weil das, nee. Bleibt trotzdem so leise. Hey, komisch. Eben war das einfach ungelogen doppelt so laut. Also, das war echt so. Ich seh ja hier die Balken, die waren halt echt doppelt so laut. Okay, jetzt sollte es... Ja, jetzt ist vielleicht schon wieder etwas zu laut, aber ich lasse es halt jetzt erstmal so. Zack. Ja, wenn die halt einmal so einen Pass spielen könnten, wäre ich schon glücklich. So, wir haben Zeit. Wie gesagt, 0-0 wäre auch in Ordnung. Würde man sich auch nicht drüber streiten, denke ich. Also, es wäre hier okay. Klar, hier geht mehr, aber wenn was nicht geht, das geht nicht. Oh, zack. Oh, da steht er frei, aber dann kommt so ein Ball dabei raus. Nee, jetzt auf einmal ist das Spiel wirklich wieder... Ich check das nicht. Also eben gerade war es halb so laut. Dann stelle ich das so laut, wie es vorher war. Es ist auf einmal doppelt so laut, obwohl ich das ja nicht doppelt so weit nach oben getan habe. Aber egal, jetzt sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ja, ist immer sehr professionell, ihr merkt schon. Aber was soll man auch machen? Ne? Oh, zack. Ja, okay, das ist ja natürlich... Natürlich schafft der Heidenheimer das, ist ja klar. Gefährlich, aber Schneider ist natürlich auch 10 Meter groß gefühlt und kriegt den Ball hier natürlich ganz locker. Ja, naja, das wäre jetzt nicht wirklich sicher. Wir spielen nochmal hinten rum. Zumindest ein bisschen. Ja, wenn er da jetzt läuft, dann können wir da perfekt durchspielen. Horn. Nein, fuck, ja, Fehler. Doch nicht. LOL. LOL. Aber wir machen halt den typischen Rosinger. So, ich mach's nochmal ein bisschen leiser. Es ist sehr schwierig für mich einzuschätzen. Vor allem, eben war es halt, wie gesagt, also, ach, keine Ahnung. Es war halt erst zu laut. Dann habe ich jetzt ungefähr, dann war es eben passend und obwohl ich ja nichts in den Einstellungen umgeändert habe, geht es auf einmal nicht mehr. Also komisch auf jeden Fall. Ja, Rosinger immer noch so ein bisschen unser Problemkind, würde ich sagen. Also er trifft halt momentan nicht wirklich aktiv in den Spielen. Das ist ein bisschen schade. Ja, weil ich halte natürlich viel von Rosinger. Das wisst ihr ja selber. Also mindestens mal so lange, bis wir halt irgendeinen besseren haben. Obwohl ich dann sogar glatt sagen würde, wir stellen vielleicht auf Dreierabwehr um oder so, damit er weiterspielen kann. Ja, also Heidenheim aber auch nicht ungefährlich hier, das muss man schon sagen. So, wir spielen hier einfach mal rüber, so zack, zack, Alter. Und dann machen wir so und so. Ja, wenn er jetzt gelaufen wäre, wären wir jetzt durch gewesen unten, aber naja, gut, was soll man machen, ist halt Lotte, ne? Aber da kommt er schon angelaufen. Weber hier, unser Top-Stürmer. Schade, aber flanken kann er noch nicht. Aber es ist okay, er ist noch im Training. Kann man alles noch machen. Wenn mein Spieler minimal auch da den Körper reinsetzen würde, hätten wir vielleicht sogar diesen Kopfball gewonnen. Aber leider so nicht. Auch nice ist Rosinger. Also das Einzige, was ich an Rosinger irgendwie nicht mag, wenn er jetzt zum Beispiel so an der Seite läuft wie eben, er versucht gar nicht irgendwie noch in die Mitte zu kommen. Sondern er ist ja außen einfach stehen geblieben, was ja komplett dumm ist, weil da ist ja schon Weber gekommen. Das heißt, wir hatten da sowieso schon 2 Personen und er bleibt halt einfach als Dritte stehen, anstatt, wie ein Stürmer das normalerweise auch machen sollte, in die Mitte zu laufen. Aber hier, da läuft er zum Beispiel gut. Oh, sehr schön gespielt, aber wir haben keinen in der Mitte, deswegen können wir jetzt nicht flanken. Aber da kommt Piosek, Rosinger dann irgendwann doch reingelaufen noch. Machen wir mal hier. Ah, schade, aber Braun kann den Ball noch behalten. Sehr schön, aber leider auch wieder gehalten. Und dann kriegen wir die Ecke, meine Freunde. Okay. Ja, was? Hä, der hat ihn doch gerade mit
300 km/h aus dem Stadion geschossen und das ist keine Ecke oder was? What the fuck, Alter. Die Schiedsrichter sind hier mal wieder sehr gut dabei, habe ich das Gefühl. Sie gönnen uns auf jeden Fall diesen Sieg. Das ist das Nice. Nein, also FIFA macht da natürlich keine Fehlentscheidungen. Also wahrscheinlich sind wir da irgendwie noch komisch rangekommen oder so. Kein Plan. Aber als Trainer muss ich mich natürlich trotzdem aufregen, solange ich nicht den Videobeweis gesehen habe. Da überlaufen sie zumindest so halb. Weber hat Bock. Die kommt auch nicht schlecht, aber da ist der Torwart noch rechtzeitig da. So, wir können irgendwie keine Kopfballduelle gewinnen, habe ich so das Gefühl. Aber müssen wir auch nicht, solange wir uns den Ball halt irgendwann wiederholen. So, hier. Und dann zack auf Rosinger, der hier nichts machen kann. Aber da kommt Piosek. Oh, und der macht den aber auch ganz locker. Was für Ersatzmann, Leute. Junge, der übernimmt die Position von André Day einfach. Der übernimmt sie einfach. Der hat Bock. Das ist geile. So, ich muss trotzdem mal gerade nochmal hier mal auch mein Mikrofon leiser. Ich mache beides leiser. Nochmal ein Stück, weil ich war schon die ganze Zeit immer so ein bisschen im roten Bereich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann wirklich schon zu laut ist oder ob der da nur sagt, okay, pass auf, deswegen machen wir das jetzt so. Und ja, schon führen wir hier, das muss Gelb geben eigentlich. Oder auch nicht, okay, ich meine, ich bin halt komplett von hinten rein, aber ja, dann gibt es halt keine gelbe Karte, das ist ja auch in Ordnung. Also ich bin der Letzte, der sich da beschwert. Ja, momentan sieht das, was den Aufstiegskampf angeht, auf jeden Fall sehr gut aus. Ich wäre halt echt gespannt, was wir mit dem Team für eine Aufgabe hätten in der ersten Liga. Weil, ich sag mal, keine Ahnung, also ich würde schon sagen, dass wir wahrscheinlich noch schlechter sind. Rosinger! Oh, Junge! Ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall, ich mach's mal noch ein bisschen leiser hier, so beides. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir schon schlechter sind als die Braunschweiger Mannschaft, mit der ich ja immer in der ersten Liga war. Und ja, deswegen würde ich eigentlich sogar davon ausgehen, dass sie sagen, ja, keine Ahnung, egal. Ja, ich meine, normalerweise sollte zwar immer das Ziel sein, die Klasse zu halten, aber ich meine zum Beispiel auch Braunschweig, dem war ja von vornherein klar, dass die halt wahrscheinlich nicht in der Liga bleiben werden, so bei der Konkurrenz. Das ist ja ganz klar, ne? Und die haben ja auch den Trainer zum Beispiel nicht rausgeworfen, deswegen. Aber ich sag mal, FIFA muss natürlich schon irgendwelche Vorgaben machen. Andererseits müssen die natürlich auch realistisch sein. Also du kannst jetzt ja, weiß ich nicht, du hast ja nicht das Ziel mit, weiß ich nicht, ja, wen nehme ich denn da jetzt? Mit wer ist denn gerade 18. Mit Köln kriegst du ja zum Beispiel auch nicht das Ziel, werd Meister oder so. Ne, das muss ja schon was Realistisches sein. Und wenn du natürlich schon weißt, okay, deine Mannschaft ist viel schlechter als die anderen, dann muss ich das jetzt wieder lauter machen, weil jetzt ist es wieder, ey Junge, Robi, es ist scheiße, ey. Der nimmt einfach, keine Ahnung, der hat irgendwie so einen bestimmten Filter, ab wann der Ton überhaupt aufnimmt. Und das ist total dumm und unnötig. Ich will doch den ganzen Ton haben, auch wenn der leise ist. Oh, schön, ja, Heidenheim hat keinen Bock mehr hier, so wie es aussieht. Aber Lotte hat Bock. Zack. Wunderschön zum Gegner gepasst. Aber er hat zumindest mal Bock, hier in den Zweikampf zu gehen, also auch in den Kopfball, das ist ganz nice. Ne, wie gesagt, deswegen wäre ich halt echt gespannt, was wir mit dem Kader halt auf jeden Fall machen. Viele Leute meinen auch immer, dass ich irgendwelche bestimmten Spieler holen soll, aber ich sag mal, die Talente sind jetzt eh alle schon zu alt, da sind keine Talente mehr, die sind jetzt zu teuer. Wir müssen hier voll auf unsere Nachwuchsabteilung zählen. Ist halt leider bitter, aber so ist die Realität, Freunde. Ne, da kaufen wir nicht irgendwelche Spieler, sondern ist natürlich besser, oder ich finde es persönlich besser, wenn du halt direkt Leute hast, die aus der eigenen Jugend kommen sozusagen, wenn du die mit 15, 16 holst, du trainierst die ein, zwei Jahre. Ich meine, guckt euch einfach mal unsere Startelf jetzt an. Also sowas wie Braun oder Weber zum Beispiel sind zum Beispiel jetzt schon richtig gute Spieler, finde ich. Also zumindest für Lotte-Verhältnisse sind das schon gute Spieler. Und, fuck, ich dachte, er kann da durchlaufen. Sind natürlich jetzt schon gute Spieler und ja, sind jetzt, hauen jetzt quasi die Leute, die halt vorher schon da waren, auf die Ersatzbank, ne? Und da finde ich, ist es viel besser, wenn man das Potenzial nutzt, als wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt einen, ja, wir nehmen ich als Beispiel Müller zum Beispiel, der ja schon irgendwie 6 oder 7, wow. Der weiß auf jeden Fall, wie Angriff im Fußball funktioniert. Man läuft natürlich zum eigenen Tor, ist richtig. Es ist natürlich besser, wenn ich mir direkt so junge Spieler hole, ne? Weil guck mal, ich habe erstmal gebe ich kein Geld, sehr gut. Kann man so anbieten auf jeden Fall. So, hier ist noch nichts gegessen, habe ich das Gefühl, wenn ich meine Mannschaft so spielen sehe. Ne, die verkacken gerade wieder komplett. Was ich nicht verstehe, weil die sollten eigentlich mega motiviert sein. Es steht 2-0. Och, Junge. Na, also ich habe noch nicht ein Kopfballduell dieses Spiel gewonnen. Du noch nicht eins, ich habe mitgezählt. Das ist schon ziemlich bitter, weil es auch nicht immer der gleiche ist, wo du sagen kannst, okay, vielleicht kann der keine Kopfbälle. So, es waren halt irgendwie 4, 5 verschiedene Leute, die alle gegen Heidenheim verlieren. Aber Heidenheim ist wohl halt auch die Kopf... Der, na gut, einen habe ich gewonnen, doch, das Tor, stimmt, habt ihr recht. Also,
Ich nehme an, dass das jetzt einer in die Kommentare schreiben wollte. Da kann ich zurückpassen. Da kann er schießen. Schöner Versuch. Ich glaube, ich kann das Spiel übrigens noch ein ganz kleines bisschen lauter machen. Mich vielleicht noch ein kleines bisschen... Es ist, bei OBS ist es halt deswegen so schwierig, weil ich kann das halt nicht abschätzen. So, jetzt sollte das Spiel halb so laut sein wie ich normalerweise. Wenn ich es mir dann aber anhöre, ist es halt oft so, dass das Spiel wieder viel zu laut ist. Meine Stimme ist viel zu laut. Also irgendwas passt da einfach nicht, wenn OBS das macht. Und deswegen muss ich halt so ein bisschen testen. Ich höre meine Stimme halt leider auch nicht selber irgendwie, deswegen, ja, habe ich jetzt auch keinen Vergleichswert, sondern muss halt wirklich auf diese Balken gucken. Och, Leute, bitte. Das wäre halt abseits auch, by the way, gewesen. Zack, nach außen gespielt und zack, nach vorne. Hier mal einen schnellen One-Touch-Fußball-Angriff mit mehreren Berührungen. Oh, zack, da läuft Rosinger, der hat Bock heute, habe ich das Gefühl. Jetzt hat er ja auch wieder ein Tor. Ist auch sehr schön, also für mich ist es sehr wichtig, dass Rosinger auf jeden Fall weiß, wir stehen auf jeden Fall als Mannschaft hinter ihm. Wir haben auf jeden Fall Bock und den Rest muss er halt machen, ne? Er braucht halt die Tore. Aber jetzt trifft er ja zumindest mal hin und wieder, ne? Das ist ja schon, ich weiß gar nicht, ob er das letzte Spiel getroffen hat, um ehrlich zu sein, das ist schon wieder zu lange her. Junge, also Heidenheim macht Druck und das war wieder, da wollte ich gar nicht hinpassen, das wäre wieder so ein Pass gewesen, wo die halt dann noch locker ein Tor gemacht hätten, wenn sie den Ball denn da bekommen hätten. Oder sollte der wieder nicht hin? Er läuft doch um! Ich drück nach vorne und der passt zu dem, warum ich verstehe FIFA nicht. Mein Gott, das ist so schwammig programmiert, ey. Die haben ein Jahr Zeit für nichts eigentlich. Weil sie halt nichts machen, außer die neuen Kader da reinbringen und die Werte verändern. Alter Schwede, ey. Sehr schön gespielt und auch schön zwei. Ja, also wir brechen gerade auseinander, so. Das muss man halt einfach mal so sagen. Also ich muss jetzt eigentlich echt mal wechseln. Ja, aber nicht. Warum soll ich denn da Piosek rausholen, Alter? Die komplette Innenverteidigung ist scheiße, deswegen kommt Straight jetzt auch erstmal raus. Und Horn geht auch erstmal raus für den Defensiven noch. Das ist doch viel besser, er will einfach einen Innenverteidiger irgendwo anders hinstellen, wo der halt gar nicht hinpasst. Ja, wow. Ehrenmann auf jeden Fall bei FIFA. Ja, also momentan, es geht halt einfach nichts mehr. Also die Pässe kommen nicht mehr richtig an, die werden nicht mehr richtig gespielt. FIFA sagt sowieso, nee, da passt du jetzt nicht hin, was mich halt am meisten abfuckt. Guck's schon wieder. Mann, Rosinger läuft perfekt in die Mitte und das Spiel sagt sich so, nee, spiel mal lieber zu dem, der gedeckt ist. Was soll das? Vor allem, das passiert jetzt plötzlich die ganze Zeit, wo Heidenheim sowieso am Drücker ist. Das ist doch, also, da, es regt selber auf, wenn ich das die ganze Zeit sage, dass es gescriptet ist, aber es ist doch langsam offensichtlich. Heidenheim wird stärker und plötzlich kommt kein Pass mehr an. Damit die Möglichkeit haben, mir Tore zu schießen, damit ich nicht jedes Game gewinne oder was auch immer FIFA sich dabei denkt. Also ich check's halt selber nicht mal, davon jetzt abgesehen. Weil es ist ja egal, also ich, ist ja gut für mich, wenn ich gewinne. Wenn ich die ganze Zeit verliere, dann spiele ich ja irgendwann kein FIFA mehr. Es ist schon ziemlich auffällig, meiner Meinung nach, dass genau in der Phase, wo Heidenheim besser wird und wir halt komplett auseinanderbrechen fast schon, also wir kriegen ja gerade gar nichts mehr hin, ja, dass genau dann bei mir nur noch Fehlpässe passieren. Die Pässe nirgendwo mehr hinkommen, wo sie hin sollen. Das ist schon ziemlich auffällig, meiner Meinung nach. So, jetzt hier, Heidenheim. Ja, komm, den macht er mal selber, weil der Winkel ist eh zu spitz gewesen. Ja, ich habe genau auf sowas gehofft, aber leider kein Tor. Schade. So, Osterhellweg, ja, den können wir zum Beispiel mal reinbringen. Das können wir mal machen. Oh, der fässt sich gerade an die Eier. Dann tauschen wir über die beiden, weil der ist ja linke Seite. So, dann sind das unsere drei Dinger. Mal gucken hier, wie haben wir die gemacht? Irgendwo hier hin. Hui! Perfekt. Das war eine geile Ecke, Alter. Gerne öfter. Wow, Junge, guck mal, genau sowas meine ich, Mann. Das ist nicht mal ein Nachwuchsspieler, wo man sagen kann, okay, der kann das nicht. Das ist ein richtiger Spieler, der schon länger bei uns ist. Und der verkackt so einen Kopfball. Der war ja nicht mal schwer, der Ball ist einfach ganz normal gekommen. Ich glaube, wir spielen hier unentschieden, ohne Witz. Ich habe so richtig heftig im Gefühl, dass wir hier nur ein Tor kassieren und ich nichts dagegen machen kann. Er läuft einfach weg. Ich meine, da gibt's was, das nennt sich zum Ball gehen. Das bedeutet, dass man den Ball entgegengeht, damit man den halt kriegt. Ich weiß, das ist heftig. In der zweiten Bundesliga kennt man das natürlich nicht, ist klar, ne? Also, ich meine, da machen wir das halt in der, ich weiß gar nicht, 10. Liga oder so, aber ja, normalerweise macht man das nicht. Das ist schon richtig. Also, da läuft man einfach weg. Ich will den Ball nicht, der ist gefährlich. So. Wieder kein Kopfball gewonnen. Egal, den Ball danach, das reicht schon. Wow, und der, wenn der reingeht, dann schieße ich mir ein Tor. Ey, das war jetzt, das war sowas von klar, dass ich da nicht hingedrückt habe. Ey, das kannst du mir nicht mehr erzählen. Ich habe so klar nach oben gedrückt. Der war da komplett frei. Und FIFA denkt sich so, ach, zur Seite? Ja, okay. Ey, sorry. Da
Genau deswegen spiele ich auch privat kein FIFA, außer halt in diesen Aufnahmen. Sonst zocke ich wirklich gar nicht. Genau deswegen. Also das ist jetzt der 8. Fehlpass oder so. Der 8. Wenn das mal passiert, ey, gar kein Ding. Ja, das kann immer mal vorkommen. Das ist das 8. Mal dieses Spiel. Und 5-mal war es auch noch hardcore gefährlich, weil das halt irgendwo bei uns war. In der Nähe vom Strafraum. An sich ist FIFA ein unfassbar geiles Game, aber so viele Fehler und solche Dinge, wie die haben, macht das überhaupt keinen Bock. So, Braun ist übrigens verletzt. Müssen wir mal nach dem Spiel gucken, wie lange. Lauf oder dann halt Rosinger, gut. Ja, wenn der da oben kein Tor haben will, ist das halt so. Macht ihn eh nicht. Er macht ihn. Gut, perfekt. Also hier schon mal kein Unentschieden. In der 90. Minute nochmal das Tor gemacht. Sehr wichtig. Muss man halt jetzt mal so sagen. War nicht unglaublich verdient. Aber was soll man machen, ne? Egal. Rosinger Doppelpack. Das hilft ihm auf jeden Fall neue Kraft zu tanken für dann die nächsten Spiele, hoffe ich. Dass er dann da auch wieder öfter trifft. Ja, Glück gehabt. Also ich habe ehrlich damit gerechnet, dass wir hier 2-2 spielen. Also ich hätte mich da nicht mal mehr drüber aufgeregt. So, dann hoffen wir mal, dass Braun sich nichts Dolles genommen, also nichts Dolles passiert ist. Ich denke mal, der wird vielleicht maximal eine Woche ausfallen, wenn überhaupt. Wir hatten jetzt halt leider keinen Wechsel mehr, deswegen konnte ich ihn auch nicht rausnehmen. So, jetzt wieder gucken, dass ich hier auch die Simulation stoppen kann. Das ist nämlich immer das... Guck mal, so, da steht, Simulation wird gestoppt. Er läuft aber einfach weiter. Warum? Das sind Sachen, die verstehe ich einfach nicht. So, alles simulieren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bäm. Mosa ist der Einzige, der Bock hätte. Naja, Meier hat auch plus 1 bekommen. Krause jetzt schon bei 71. Junge, der ist heftig, der Junge, der ist heftig. So, dann gucken wir erstmal. Genau da wollte ich drauf. Dankeschön. So, Pressekonferenz. Achso, ja gut, also der war nur angeknackst quasi. Also der kann jetzt ganz normal weiterspielen. So, Zentrale, weiter. Oder auch nicht, warum auch immer der immer da an die Seite geht, das macht einfach absolut auch gar keinen Sinn. So, jetzt gegen Stuttgart. Wir gucken uns natürlich erstmal wieder die Tabelle an. Man sieht sie jetzt sogar richtig, wenn ich mit dem Stuhl ein bisschen... Jetzt muss ich mal selber gucken. Ach so, okay. So, jetzt können wir mal gucken. Also, Hannover Erster, die haben jetzt das Spiel sogar verloren. Das heißt, sollten wir jetzt gewinnen, sind wir mit 47 Punkten Erster. Und hätten hatten auf jeden Fall dann 9 Punkte Abstand zu einem Nicht-Aufstiegsplatz oder halt auch Nicht-Relegationsplatz. Wir müssen jetzt gegen, ich habe gar nicht geguckt, also ich habe geguckt, ich habe es wieder vergessen. Oh Junge, warte, ich finde das jetzt so heraus, weil ich habe keine, also gegen Stuttgart, genau, gegen Stuttgart müssen wir gewinnen. Für Stuttgart ist das jetzt schon ein wichtiges Spiel, die könnten nämlich damit einen großen Sprung nach oben machen, theoretisch sogar auf den dritten, wenn die mit mehr als 2 Toren Unterschied gegen uns gewinnen, was natürlich nicht passieren wird, weil wir krass sind. So, nochmal Büro, irgendwas ist wieder passiert. Ach, eine Pressekonferenz. Okay, also Braun kann, müssen wir nur gucken, ob das jetzt klappt von der Dings her. Ja, alle sind komplett fit. Ja, guck mal, Krause 71 finde ich halt schon heftig. So, das ist einfach der stärkste Spieler jetzt im Team nach Schneider. Nein, der hat 76. Puh, ey, da müssen wir aber unbedingt nochmal nachverhandeln, würde ich sagen. So, dann Langlitz. Ach, der ist rechts, ne? Ja, Weber hat das eigentlich schon ziemlich gut im Griff, das muss man schon sagen. So, Straight hat mich eigentlich im letzten Spiel ziemlich enttäuscht, deswegen machen wir das mal so. Osterhellweg darf mal ran. Ja, ich weiß nicht, wer die Leute eher spielen lassen, ne? Weil das ist halt unsere Zukunft. Ich dachte, er ist Hitlermeier. Redey ist noch verletzt. Dings darf auf jeden Fall spielen für Neidhardt ein Spiel. Neidhardt nehmen wir aber mit für... Wir haben noch 3 Leute eingewechselt im letzten Spiel, oder nicht? Wen haben wir? Also Osterhellweg haben wir eingewechselt, dann kann der raus. Schulze haben wir auch noch. Ja, es ist halt schwierig. Also einen rechten Verteidiger können wir auf jeden Fall verkaufen, weil wir brauchen keine 3. Selbst wenn sich einer verletzt, ist noch einer da. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir zum nächsten Part, meine Freunde. Ich will mal kurz gucken, wie viel ist eigentlich unser Dings wert. Weber, Horn, Krause, steht da nicht. Oder hier irgendwo steht das doch bestimmt im Büro oder so. Finanzen? Nee. Hier bei Mannschaft auf Teamzentral. Ich glaube, da steht es, weil Schneider, der müsste doch schon richtig viel wert sein, oder? 6,5 Millionen. Ist aber auch gar nicht so viel, finde ich wiederum. Also, wenn man so mal drüber nachdenkt, dass er jetzt schon 76 hat, der ist 18. Moral sehr glücklich, Form ist gut, perfekt. Der ist, ja, zufrieden immerhin noch. Ja, müssen wir auch mal wieder spielen lassen. Bringen wir dann gegen schlechtere Gegner. Vertragsverhandlungen. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Weil das Ding ist, was mich immer noch abfuckt, der hat zum Beispiel hier 4 Monate.
Ich kann ja mit dem auch nicht verhandeln, obwohl ich ja mit ihm schon ein Jahr länger gemacht habe. Oder mit Osterhellweg, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem. Ach nee, ich glaube, der wird den Verein verlassen, aber Osterhellweg wollte ich auf jeden Fall noch behalten. Aber es ging halt einfach nicht. Also ein Jahr habe ich zwar gemacht, aber trotzdem steht da 4 Monate. Also es macht gar keinen Sinn, weil es müsste ja noch ein Jahr draufkommen eigentlich. Aber egal, so. Wie gesagt, das sieht auf jeden Fall bisher ganz gut aus. Gegen Stuttgart müssen wir mal schauen, wie es da läuft. Die Aufstellung lassen wir erstmal so. Und dann würde ich sagen, was wir uns aber mal ganz kurz angucken. Ich würde gerne irgendwie sehen. Mal gucken, hier zentrale Tabelle, glaube ich, da ist das. Tabellen, da kann man da gucken. Ich würde gerne mal hier sehen, wer der Top-Stürmer ist. Hier, Rosinger mit 11, Top-Torjäger. Ja, Rosinger mit 11, aber auch knapp. Also er ist immer noch Erster, obwohl er sehr viele Spiele nicht getroffen hat. Da müssen wir auch schon sehr weit runtergehen. Herr Braun hat 6 Tore, auch heftig. So, weißt du, es ist, keine Ahnung. Also ich finde es irgendwie voll krass, weil das ist halt so ein Typ, der kam halt gerade erst und haut da einfach die Leute weg. So, erste Bundesliga können wir leider nicht gucken aus irgendeinem Grund, aber alle anderen Dinger gehen. Komisches Spiel, keine Ahnung. Es macht absolut keinen Sinn. Egal, es ist FIFA. Und ja, die Begegnung. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part, meine Freunde. Bis dahin, okay, thanks, bye.